Nein, es ist noch nicht Weihnachten. Wir wollen mit diesen Bildern vom Johanniterhaus am Berg in Lößnitz nur zeigen, dass gute Gesten keine Eintagsfliege bleiben müssen. Im Dezember 2020 erfreute die Organisation Wir für Lößnitz gemeinsam stark die Pflegeheimbewohner, die wenig oder gar keinen Besuch bekommen konnten, mit kleinen Weihnachtspräsenten. Weil das gut ankam, wurde auch ein Osterhase auf den Weg gebracht. Dazu Christine Georgi von der Aktion Wir sind Lößnitz. Wir von Wir sind Lößnitz gemeinsam stark haben auch in diesem Jahr an unsere Pflegeheimbewohner gedacht und die Kinder in Lößnitz zu einer Malaktion aufgerufen. Ganz fleißig haben viele, viele Kinder Bilder gemalt, Ostersachen gebastelt. Auch der Schulhort der Grundschule Altstadt Lößnitz hat sich beteiligt mit den Kindern, die in der Notbetreuung waren. Die Kindergärten haben wieder schön gemalt und gebastelt und bei uns die Sachen abgegeben, sodass wir heute viele Geschenke an die Bewohner übergeben konnten. Die Osterüberraschung traf zwischen Karfreitag und Ostersonntag am Sonnabend im Johanniterhaus am Berg ein. Von Rico Suhr bekam die Aktion eine Spende für kleine Präsente. Der Lößnitzer Unternehmer sagt zu seiner Motivation: Ich habe mir überlegt, dass es doch schön wäre, den Leuten hier im Pflegeheim einfach eine kleine Überraschung, eine kleine Freude zu machen. Und da haben wir bei 3 ansässigen Einzelhändlern eingekauft, um denen auch was Gutes zu tun, weil die ja jetzt in dieser schweren Zeit mit Corona fast keine Einnahmen haben. Und die Leute hier im Pflegeheim, das ist eine ziemlich schwierige Zeit für die. Die verstehen das mit Sicherheit auch überhaupt nicht, was hier draußen los ist. Und da haben wir uns einfach überlegt, wir basteln was Schönes. Da haben wir uns hier so eine Osterkrone gebastelt. Und ja, einfach weil das eine gute Sache ist, dass man einfach damit auch ein bisschen Solidarität zeigt, dass halt keiner alleine ist, jetzt in dieser schwierigen Zeit. Die Osterüberraschungen wurden im Freien an die Einrichtung übergeben. Die Freude, die später drinnen herrsche, lässt sich erahnen. Auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegeheims wurde gedacht. Auch für sie gab es eine Überraschungstüte. Das wird jetzt mittlerweile zur Tradition. Das letzte Jahr haben wir das auch schon gemacht. Und das soll auch, wenn Corona vorbei ist, weitergeführt werden. Weil man sollte immer aneinander denken und nicht nur in solchen besonderen Situationen. Schön, wenn Nächstenliebe erwächst und von Dauer bleibt. Das ist mehr wie ein Ostergeschenk.